Willkommen bei unserem ersten und einzigen Videokonzert. Wir haben uns gefragt, dem Zuhörer fehlt die Gegenwart des historischen Raumes, wenn er dieses Video jetzt sieht. Die anderen Zuhörer fehlen, die vielen kleinen Echos und Schallbrechungen der natürlichen Akustik, der spezifische Geruch der Location. Wir haben uns gefragt, wie können wir dieses Video nutzen? Es gibt viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die aber in Konzerten niemals angesprochen werden. Einiges möchten wir im Video deutlich machen. Dazu haben wir auch zwei Kameraassistenten, die uns helfen. Werden diese Basssaiten angeschlagen? Ich werde oft gefragt, ob diese langen Saiten nur mitschwingen oder angeschlagen werden. Wir schicken also unsere Kameraleute los, um das zu dokumentieren. In der nächsten Suite von Philidor in der Sarabande wird man das besonders gut hören. Und für den Kameramann ist das wahrscheinlich von da dann besonders gut einzufangen. Ich erkläre mal ganz kurz dazu, was die Hände überhaupt machen. Die linke Hand verkürzt die Töne, ja, macht sie lang, macht die Seite lang oder wenn man hier greift, kurz. Natürlich schlägt sie auch manchmal Seiten an, aber meistens geht das Anschlagen über diese Hand. Jetzt ist die Frage, schlägt die rechte Hand die Basssaite an, ja oder nein? Und einmal sehen, ob unsere Kameraleute das einfangen werden. Und das ist alles live. Ob das jetzt glückt oder nicht, ob wir das dann einblenden können, da wird nicht nachgearbeitet, das ist live. Thank you.
Ich möchte gerne ein paar Worte zu dieser Flöte hören, die Sie gleich in der Konfirmationate hören werden. Diese Flöte ist auf D gestimmt und kam etwa um 1730 neu in die Blockflötenfamilie hinzu. Diese Blockflöte heißt Voice Flute, Voice wie die Stimme. Das Besondere an dieser Flöte ist, dass man darauf Literatur der Traversflöte und der Oboe gut spielen kann, ohne sie transponieren zu müssen. Thank you.
Thank you.
enthält, ist eine sogenannte Barocklaute. Das Besondere an dieser Laute ist die Stimmung, wenn man über die Saiten geht. Dann hat man einen D-Moll-Akkord. Die Barocklaute war immer ein besonders zartes, auch ein leises Instrument, das in Räumen, auch großen Räumen, gut trägt, mit einem ganz eigenen Klang. Und es wurde viel Solomusik dafür geschrieben, wie die nächste Suite, En La Mineur, Major, En La Major, also A-Dur, von Denis Gautier. Thank you.
vom Barock, sondern vom Generalbasszeitalter. Arthur Dolmetsch wurde 1858 geboren, war fasziniert von einer Sammlung historischer Instrumente im British Museum, aber fand niemanden, der wusste, wie man diese Instrumente spielt. Er und andere fingen an, Notendrucke aus dem Generalbasszeitalter zu studieren, und man fand, ob große Orchesterpartituren oder Solosonate, ganz unten stand immer eine Basslinie, der Generalbass. Im Falle unserer nächsten Toccata Quinta von Marco Uccellini steht dort Folgendes. Die Pioniere der historischen Aufführungspraxis lasen, dass zu jedem Basston ein Akkord gespielt wird. Das klingt dann so. Dann lasen sie, dass sehr viel improvisiert wurde. Also ungefähr so. Unsere Nachforschungen ergeben, dass barocke Dichtung, Schauspiel, Malerei und Musik allein den Affekten dient. Also stilisierte Leidenschaften, seelische Erregungszustände, Bewunderung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude und Trauer sind das zentrale Thema barocker Künste. In der nächsten Toccata Quinta von Marco Uccellini kommt also ein Edelmann voller Hochmut an den Hof geritten. Dort denkt er, Karriere zu machen. Doch er erlebt viele Krisen und Rückschläge. Er hat nicht das Niveau derer, die selbst am Hof aufgewachsen sind, und das bekommt er deutlich zu spüren. Ob sich wohl diese Gefühlsregung des Höflings auf sie, die Zuhörer, übertragen, ob sie wohl seine Leidenschaften spüren können. Die barocke Musiktheorie besagt einfach, Affekte sind klar definierte Gefühlsregungen, und wenn die Musik traurig transportiert, dann ist der Zuhörer traurig. Wenn die Musik fröhlich transportiert, dann ist der Zuhörer fröhlich. Immer, jedes Mal. Wir haben also den Generalbass und die Improvisationen entsprechend ausgestaltet. Seien Sie also gespannt, was dieser Höfling nun alles erlebt.
Zum Abschluss spielen wir noch einmal vier Lieder aus der Sammlung schottischer Lieder von Francesco Barsanti. Barsanti verbrachte 8 Jahre von 1735 bis 1743 in Schottland, wo er von der Aristokratie sehr unterstützt wurde und eine Schottin heiratete. Die Lieder, die er damals hörte, schrieb er auch nieder. Er kehrte 1743 zurück nach London, hatte große Mühe, eine Anstellung zu finden, die ihm seinen Lebensunterhalt sichern konnte, und nahm gezwungenermaßen eine Stelle als Bratschenspieler im Orchester an. Seine Tochter Jenny wurde später eine erfolgreiche Londoner Opernsängerin und Schauspielerin. Barsantis Kompositionen haben heute noch keine angemessene Beachtung gefunden. Er starb 1772 in ärmsten Umständen.